Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe gerade gesehen, die letzte Folge ist abgeschnitten. Ich habe mich entschieden, die letzten 27 Sekunden, denn das Video wurde nach 21 Minuten, glaube ich, gecuttet und dann waren noch 27 Sekunden übrig, die habe ich weggemacht. Da habe ich nichts gesagt, außer dass wir uns ganz on, dass wir uns demnächst in Richtung Pommern ausweiten werden und dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Insofern geht es jetzt einfach hier weiter. Sorry, dass das Video das letzte so abrupt abgebrochen hat. So, können wir schon was holen? Nee, wir brauchen 30 jetzt. Spionagenetzwerk gegen Pommern. Und bei der aktuellen aggressiven Expansion können wir sowieso nicht so aktiv vorgehen. Das ist also nicht so schlimm. Oh, Hamburg ist schon bei 32 Development. Krass. Ja, dann überlege ich mir tatsächlich, ob ich mir mal Sachsen-Lauenburg hole. Das wäre nicht schlecht. Dann komme ich nämlich an Hamburg ran. Und Österreich möchte einfach nicht. Die möchten einfach nicht. Kann man nichts machen. So, was ist hier die beste Provinz? Stettin, Stahl, Prostock. Ja, dann bin ich mal dafür, dass wir Kolberg holen, denn ich möchte ja keine großen Provinzen erobern. Wegen der Aggressive Expansion. Aber ich glaube, erstmal wird noch mit Trier die Beziehung wieder verbessert. Denn die sind gerade dabei, mich zu wählen und das soll auch so bleiben. Ich habe nämlich jetzt schon drei Wähler und Österreich hat auch nur drei. Und wenn Österreich einen verliert, dann sieht es gut aus. Zum Beispiel hier die Pfalz an Württemberg oder hier Böhmen an die Pfalz. Das wäre gut. Die War Exhaustion geht gerade sowieso runter. Wir können ja auch Ratibor angreifen dann bald. Wie lange haben wir Frieden? Bis 87, ja gut, das sind noch 11 Jahre, das dauert mir zu lange. Ja, mehr Power to the Nobles bitte. Frieden mit Lübeck hat geendet, können wir aber noch nichts machen. Aber wir brauchen gar keinen Claim. Haha, wir haben ja einen Claim über Lübeck. Werden würde helfen. Polen brauchen wir gar nicht reinrufen. Wir bauen einfach ganz kurz eine kleine Armee und dann greifen wir an. So, wir haben jetzt mal hier reduced, weil wir sowieso zu viel von der Diplo-Power haben. Kostet doch die Blubberer, ja. Gut. Sehr gut. Auch sehr löblich, dass Lübeck hier Claims generiert. Dadurch kann ich meinen Vasall hochfieden. Das ist perfekt. Sehr gut. Lübeck, ich bin stolz auf dich. Gutes Lübeck. Also dann, Lauenburg. Deine Stunde hat geschlagen. Wir holen Polen erstmal nicht rein in den Krieg. Genau, den Lauenburg konnten wir wipen und Werden dürfte eigentlich Lübeck alleine packen, aber wir helfen ihm. Ich kümmere mich um Werden. Kriegen wir durch Lüneburg Zugang? Ja, kriegen wir. Also dann, Werden ist am Ende, Werden wird belagert, dann kann sich Lübeck doch bitte mal um Lauenburg kümmern. Wie sieht's aus, Lübeck? Willst du dich mal kümmern? Jetzt wieder mit Österreich Beziehungen verbessern und vielleicht mit Sachsen, ja. Bremen ist am Kämpfen, ziemlich heftig, gegen Kleve, Köln, Trier und Utrecht. Uiuiui. Gegen wen kämpfen die? Gelre, Bremen, Liège. Ja, da kriegt Bremen jetzt auf die Mütze. Was ich ja nicht verstehe, ist warum... Wow, 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 wir haben Stade bekommen, okay. Warum Lübeck da ewig so rumstand, so blöd. Aber okay.
Na, die sind nicht so aktiv. Ja, weil sie nicht auf aggressiv gestellt sind. Deswegen. Stellen wir sie mal auf aggressiv, bitte. Ja, dann tun sie nämlich auch was. Recruitment Time könnten wir verkürzen. Ja, machen wir. Wir müssen ideenmäßig vorankommen. Brandenburg lebt von seinen guten Ideen. Wir müssen also alles auf die Ideen setzen. Das ist ja riskant, aber es geht nicht anders. Oder riskant ist es nicht, aber es ist nicht ohne Nachteile, sagen wir es so. So, hier Stade, da haben wir keinen Anspruch drauf. Das würde uns zu viel Aggressive Expansion geben, wenn wir da was tun würden. Deswegen gibt es jetzt hier einfach mal Geld für uns. Und die Allianz mit Dänemark dürfen sie aufkündigen. Hamburg und... Oh nee, da dürfen sie die Claims behalten. Schön. So, also Stade ist Frieden gemacht. Jetzt geht es um Lauenburg. Dürfen wir auch hinbekommen. Und danach machen wir entweder Krieg gegen Böhmen oder gegen Pommern. Stabilität wäre schon schön. Päpstliche Influence wäre noch besser. Denn jetzt können wir uns was holen. Und zwar bin ich jetzt hier für... Wir könnten hier unsere Legitimität erhöhen, deutlich. Oder unser Prestige. Bless Ruler. Levy Church Taxes. Nee, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wir gehen auf die Post-Prestige. Oder auf die Diplomatic Reputation. Wir gehen aufs Prestige. So, wir haben Lauenburg. Und das Schöne ist, dass Lübeck einen Claim drauf hat. Deswegen übergeben wir das jetzt an Lübeck. Machen Frieden, sprechen die Provinz Lübeck zu. Holen uns selber noch ordentlich Geld. Ja gut, 19. Und zack, Lübeck ist eine Provinz größer. Nein, oder? Lübeck hat die Provinz gerade wieder zurückgegeben. Weil Österreich es gefordert hat. Returned unlawful territory. Oh Gott, ganzer Krieg umsonst. Okay, ich habe Geld bekommen, ne? Also unter dem Aspekt war es nicht schlecht. Aber ich habe eben die Aggressive Expansion bekommen für diese Aktion. Und dafür hat es sich dann nicht gelohnt. Lübeck, wenn du dasselbe hier machst mit den pommerischen Provinzen, dann kriegst du nichts. Das ist dir klar, oder? Wir können Magdeburg wieder den Krieg erklären. Polen könnten wir reinrufen, Trier nicht. Sachsen schon. Boah, wir haben 6 diplomatische Beziehungen, ja. Hammer. Lüneburg können wir aufkündigen. In Lüneburg hatten wir Military Access. Aber mit Österreich, die Royal Marriage kostet uns natürlich. Ja, ja, ja. Puh, wir haben ein Bündnis mit Österreich, Leute. Das ist jetzt sehr gut, denn dadurch haben wir einen riesen Vorteil. Auch wenn Österreich uns nicht hilft. Austria is the Holy Roman Emperor. Ja, toll. Ach, das ist ja mal praktisch. Ich kann Humiliate Rival Kriegsgrund gegen Teutonic Order machen. Und dann Österreich und Polen reinrufen. Gegen Böhmen und Ungarn. Ehrlich gesagt, warum nicht? Ehrlich gesagt, warum nicht? Renaissance Thought. Wir sind ein bisschen sehr fortschrittlich. Gerade unterwegs. Dann holen wir uns doch... hier was, und zwar humanistisch wäre natürlich cool. Humanistisch wäre nicht schlecht. Religiös wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir holen uns humanistische Ideen. Ja, holen wir uns humanistisch. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Armee. Wir schwimmen ja im Geld, muss man dazu sagen. Ich frage mich nur, ob ich, wenn ich dem Teutonic Order den Krieg erkläre mit Humiliate Rival, ob ich dann, wenn ich separat Frieden mache, mit anderen was anderes fordern kann. Ich glaube nicht, aber es ist ja egal. Es passt schon, das gewinnen wir auch. Wir machen dann gleich den Krieg. Ah, die florentinische Schule unterstützen wir natürlich gerne.
Da bekommen wir noch mehr Prestige. Das steigt jetzt um fast 2 jährlich. Das ist gut. Jetzt haben wir unsere Armee von 10.000 Mann immerhin. Und erklären den Krieg. So, Polen, tu mal was. Tu mal was für dein Geld. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf Geschwindigkeit 3. Da muss ich nicht ständig auf Pause gehen. Und schauen uns einfach mal an, wie das hier läuft. Bisher nämlich sehr gut. Holen wir uns mal Ratibor. Toll, können wir nicht. Dann holen wir uns eben hier die Niederlausitz. Polen kämpft gegen den Deutschen Orden da oben. Wenn das mal gut geht. Ungarn wird momentan noch so ein bisschen ignoriert. Sind die da oben? Nee, die sind da oben gar nicht. Wo bleibt denn Ungarn? Ungarn enttäuscht mich in diesem Spiel. Die sind irgendwie schwächer, als ich dachte bisher. Was jetzt perfekt wäre, wenn Moskowi jetzt Polen den Krieg erklären würde. Dann würde Polen noch stärker geschwächt werden. Eigentlich wäre es perfekt, wenn Moskowi Polen den Krieg erklären würde und Polen würde sein Bündnis mit Litauen dishonern. Das wäre perfekt. So, wir gehen mal auf 4 von der Geschwindigkeit. Ah, das ist eine schöne Sache, die wir hier gerade machen. Kann ich jetzt separat zum Beispiel in einem Frieden was fordern? Nein, kann ich nicht. Okay. Borgol prevents this. Geht also nicht. Ja, noch haben wir auch ordentlich Aggressive Expansion, eben weil... wegen dieser blöden Sache mit Sachsen-Lauenburg. Österreich ist wieder Kaiser geworden. Oberlausitz gehört uns. Gehen wir mal auf Prag. Budapest ist gleich erobert. Wir haben leider gerade 100 Diplo-Power verloren. Oh, Iberian Wedding. Kastilien hat jetzt die PU über Neapel und Aragon bekommen. Auch recht früh im Spiel, muss ich sagen. Ah, wir haben unseren Casus Belli gegen Magdeburg verloren. Nicht gut. Gleich erneuern. Aber wir haben unser Bündnis mit Österreich, das ist schon mal wichtig gewesen. Prag ist unser. Ratibor haben sich wieder die Polen geholt. Ist der Hammer. So. Sieht doch ganz gut aus. Ist ein bisschen sinnlos, was wir hier die ganze Zeit machen. Wir bereichern uns einfach nur, aber wir können nicht viel erobern. Das ist momentan so ein bisschen das Problem. Deswegen machen wir diese Kriege, die wir hier gerade machen. Und Frankreich hat Österreich exkommuniziert. Das ist eine Aktion. Das ist ja... Uiuiui, das muss man auch erstmal machen. Österreich exkommunizieren. Dass das geht, ist natürlich auch interessant. Also, offenbar hatte Österreich so schlechte Beziehungen mit den Papststaaten, dass das ging. Und ich habe die Papststaaten ja geschwächt letztes Mal. Und zur Folge hatte das nun, dass sich Florenz stark ausbreiten konnte. Interessant. So, Böhmen habe ich ja eigentlich schon vollkommen und Böhmen ist nur co-belligerent. Also, was kann ich machen? Jawoll, ich kann humiliaten. Ey, das ist ja super. Soll mal Schlesien freilassen. Humiliaten, War Reparations und Geld. Hohoho, perfekt. Sehr schön. Ja doch, das bringt was.
Warte, das bringt was. Jetzt ist Schlesien frei. Würden die sich vasalisieren lassen? Nö, würden sie nicht. Wer hat einen Anspruch auf Ratibor? Keiner. Nationalepik machen wir gerne. Bei uns Ratibor ist doch die Mission. Wieso habe ich denn keinen Claim mehr darauf? Na, da muss ich eben einen fabrizieren. Ich habe nämlich nicht so lange Frieden mit denen. Doch. Ich habe unglaublich lange Frieden mit denen. 96. Boah. Krass. Was ist mit Ungarn? Kann man da was machen? Ah, übrigens, wir haben unseren Claim jetzt auf Magdeburg. Sehr gut, dann können wir hier das Spionagenetzwerk auflösen. Dann haben wir den Diplomaten frei für Ungarn. So. Hier können wir natürlich auch nicht viel fordern. Die haben gar nicht große Bündnisse hier. Das Bündnis mit dem Teutonischen Orden dürfen sie eigentlich beibehalten, meiner Meinung nach. Mit Venedig ist mir auch egal. Kroatien sollen sie nichts abgeben. Sollen auch nicht ihre Claims aufgeben. Ah, aber die in Böhmen sollen sie nicht aufgeben. Die sollen sie auch nicht aufgeben, nee. Nee, passt alles. Super, dann machen wir doch hier Frieden mit denen. Nitra sollten sie nicht freilassen. Nee, auf keinen Fall. Es holen sich dann nur Polen oder Österreich. Ach, der Livonische Orden, mit dem war ich auch im Krieg. Mit wem ich nicht alles im Krieg war, merkt man gar nicht, wenn man Polen und Österreich hat, die für einen kämpfen. Landleader Fire können wir erhöhen. Das mache ich. Dann haben wir nämlich jetzt auch noch National Tax Modifier plus 10%. Schöne Sache. Und ihr seht es, wir schwimmen gerade im Geld. Also wir haben momentan überhaupt keine Geldprobleme mehr. Das Problem ist nur, dass wir das Geld nicht wirklich investieren können bisher. Weil uns die guten Provinzen dafür fehlen. Breslau-Rebellion, kümmert euch mal drum, bitte, danke. Ja, und da sind schon gleich 55.000 Mann, 60.000 Mann da, die das für mich machen. Sehr gut. Das ist der Luxus guter Verbündeter, muss man wirklich sagen. So, und dann kann ich mir natürlich auch nochmal eine Rebellion gönnen. Die mache ich allerdings jetzt mal selber weg. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal wieder Schluss für das Video, damit es sich nicht wieder abhackt. Wir sehen uns im nächsten. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt wie immer in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, euer General Pilofas.